Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Extrem-Couponing-Folge. Und ich habe mal wieder so mega Lust drauf. Wir fahren gleich zu DM. Ich werde einiges einkaufen. Ich habe natürlich Coupons. Ich habe ein Coupon. Eine Sache davon ist Cashback. Und also es sind drei Aktionen. Und die dritte Aktion, ich bekomme einen DM-Gutschein. Wie das Ganze funktioniert, was ich da eingekauft habe, wie viel ich am Ende bezahlt habe und wie viel ich bezahlt hätten müssen für den Vollpreis, das nenne ich euch dann gleich alles. Wir fahren hier zusammen zu DM. Ich zeige euch so ein bisschen, also ich denke schon, dass ich da ein bisschen filme, allerdings wirklich nur so ganz kurze Aufnahmen, wie ihr das kennt. Und zu Hause erzähle ich euch dann ein wenig mehr. So ihr Lieben, ich bin wieder im Auto. Ich war schon bei DM. Ich habe aus Versehen vergessen zu filmen. Ich zeige euch aber kurz mal in die Tüte rein, was ich da jetzt gekauft habe. Und erzähle euch gleich, wie ich zu diesem Preis gekommen bin. Ich habe jetzt im Endeffekt, ich meine, ich berechne das gleich nochmal zu Hause, aber ich meine 5 Cent bezahlt. 5 Cent. Die 5 Teile sind es. Und ja, wie ich zu dem Preis kam, erzähle ich euch gleich in Ruhe zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Ich war die Kinder noch abholen. Die sind jetzt hier nebenan. Falls ihr die hört, dann wisst ihr Bescheid. Kinder sind zu Hause. Genau. Ich habe auch kurz schnell meinen Einkauf gerechnet. Ich sagte ja eben im Auto, ich hätte nur 5 Cent bezahlt. Und habe es nur berechnet. Und ich habe tatsächlich 0 bezahlt. Gar nichts, wirklich nichts. Und wie ich zu diesem Endpreis komme, das erzähle ich euch jetzt gleich, nachdem ich die Produkte gezeigt habe. Es sind nur 5 Teile, hatte ich euch eben ja auch schon gesagt. Tut mir aber leid, ich wollte live filmen, aber irgendwie ist das total untergegangen und deswegen habe ich euch nur im Auto kurz mal in die Tüte schauen lassen. Und jetzt machen wir das Ganze ausführlich. Also, das erste, was ich jetzt hier draufstehen habe, ich tue das gerne auch mal abfotografieren und blende das euch gleich da ein, wenn ich dann euch erzähle, wie man zu diesem Endpreis kommt, damit ihr eine Ahnung habt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin im Erklären nicht gut, bemühe mich aber. Ja, Schatz. Das erste Produkt, was ich jetzt hier auf meinem Kassenbon stehen habe, ist WC Frisch. Und zwar Nachfüllset. Diese hier, die kosten 1,15 Euro. Und dazu erzähle ich euch noch gleich was. Dann habe ich gekauft 3x von Spe Power Cups, also solche Kapseln, 16 Stück. 3 Stück. Ja, 3 Stück. Diese kosten, also der Normalpreis ist pro Stück 2,85 Euro. Und das letzte Produkt ist eine Bodylotion. Und zwar dieses Produkt. Genau. Dieser kostet 3,95 Euro. Und wir fangen an mit dem einfachsten, und zwar dieser Bodylotion, ja. Diese Bodylotion könnt ihr gratis testen. Da bekommt ihr 100% Cashback. Genau. Aus welcher App ich das jetzt habe, da könnt ihr aber auch die Marke einfach nachgoogeln und dann müsstet ihr das auch finden. Aber ich erwähne euch das gerne. Ich muss nur einmal hier schauen eben. Da habe ich es stehen. Könnt ihr das sehen? Moment, jetzt bin ich verrutscht. So. Ja. Mal gucken. Ich wollte nämlich euch noch erzählen, wie lange das nämlich geht. Wir klicken einmal drauf. Genau, das gibt es seit kurzem, seit dem 1.3. Und das Ganze läuft bis zum 11.4.
Und bei dem Produkt ist es so, ihr müsst das Produkt testen, 7 Tage lang. Und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr euren Kassenzettel einreichen und kriegt 100% Cashback, das ganze volle Geld. Ein Produkt pro Haushalt. Das könnt ihr aber alles hier nachlesen, da steht alles. Und ja, da gibt es auch noch verschiedene. Ich habe jetzt hier dieses für sehr trockene Haut, ja. Aber es gibt insgesamt 5 verschiedene eben. Nur mal kurz so nebenbei, ne? Genau. Dann machen wir weiter mit dem, mit denen. Und zwar gibt es ein Coupon, wenn du 3 Stück kaufst. Diese 3 haben insgesamt 8,55 Euro gekostet. Und mit dem Coupon, falls ihr den Coupon haben wollt oder irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt mir auf Instagram. Dann schicke ich den euch zu und beantworte eure Fragen. Vieles geht dann auch mal unter, aber ich versuche so gut wie möglich eure Fragen zu beantworten. Und so sieht jetzt zum Beispiel dieser Coupon aus. Dieser ist gültig bis zum 31.07. Schaut dann so aus. Also wenn ihr da Interesse habt, einfach mir schreiben und ich hau ihn raus. Genau. Und zwar blende ich euch jetzt hier mal meinen Kassenbon. Und wie ihr da drauf seht, steht da Coupon 4 Euro, minus 4 Euro. Genau, dieser Coupon, wie ihr eben gelesen habt oder gesehen habt, kauft ihr 3 Packungen, werden 4 Euro abgezogen. Genau, ne? Also ich habe bezahlt 8,55 Euro für alle, minus die 4 Euro sind 4,55 Euro für alle 3. Ich meine, das wäre ja schon ein Schnäppchen, aber wenn ich nicht noch weniger zahlen würde, dann wäre es kein extrem Couponing und ich wäre nicht ich. Also geht es noch weiter, denn es gibt die Aktion, die blende ich euch auch gerne kurz da ein. Kauft ihr 4 Produkte von Henkel, gibt es einen 5 Euro Gutschein. Hatte ich euch schon mal erzählt. Und das dürft ihr pro Haushalt oder pro Konto 3-mal machen. 3 Kassenbon dürft ihr einreichen und ihr könnt 3-mal 5 Euro Gutschein bekommen. Diese Gutscheine bekommt ihr nach Hause zugeschickt. Genau. Und wie ihr gesehen habt, also dieses Produkt ist von Henkel. Und da ich aber ja nur 3 eingekauft habe, habe ich mir noch ein Henkel-Produkt eben dazu genommen. Und zwar das günstigste im Sortiment. Und da ist halt diese WC Frisch. Das WC Frisch war ausverkauft, also musste ich mir hier dieses Nachfüllset kaufen. Ja? Und somit habe ich 4 Produkte. Und jetzt erzähle ich euch, wie ich zu diesem Endpreis kam. Genau. Erstmal wieder zu meiner Rechnung. Ihr habt gesehen, diese hat 1,15 Euro gekostet. Na? Genau. Also wie versuche ich es euch am besten zu erklären? Ich bin da ja echt... ja, wir nehmen mal die komplette Summe von 13,65 Euro. Das ist der Preis vom ganzen Einkauf. Dann hatte ich ja diesen Coupon eingelöst, diese 4 Euro, minus 4 Euro Coupon. Da hatte ich am Ende, wie ihr auf der Rechnung seht, 9,65 Euro. So, 9,65 Euro ist das Geld, was ich erstmal bezahlt habe. Da von diesen 9,65 Euro, dadurch, dass ich diese 4 Produkte gekauft habe, kriege ich einen 5 Euro Gutschein. Somit bleiben noch übrig 4,65 Euro. Ja? Genau, 4,65 Euro. Ich bin am Überlegen, weil ich will ja nichts falsch sagen. Und dieses Produkt, da kriege ich ja die 3,95 Euro noch zurück. Das heißt, es bleiben noch übrig 0,70 Euro, 70 Cent. Jetzt aber hatte ich ja auch noch eine PayPal-Karte und ein
weiterer Coupon. Dieser wurde auch eingelöst. Das zeige ich euch auch nochmal hier. Und zwar erstmal die normalen Punkte, die du auf deinem Card bekommst, ohne dass du jetzt irgendwelche Coupons verwendet hast. Das ist ja dann immer pro 2 Euro kriegst du einen Punkt. Und somit sind das für diesen Einkauf schon mal 6 Punkte. 6 Punkte sind umgerechnet 6 Cent. Und dann hatte ich halt noch einen Coupon, 33-fach-Punkte auf. Da steht jetzt nur Gesicht, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, das heißt Gesicht und Körperpflege. Und somit habe ich noch 64 Punkte bekommen für diesen Einkauf zusätzlich. 64 plus 6 Punkte ergeben 70 Punkte und die 70 Punkte ergeben 70 Cent. Habt ihr jetzt verstanden? Diese 70 Cent, die bei meinem Einkauf übrig geblieben sind, habe ich sozusagen nur noch gut geschrieben bekommen als Punkte. 70 Cent habe ich dann halt auf meine Karte bekommen. Somit habe ich nichts gezahlt. Und das Geld, was ich jetzt ausgegeben habe, was ich vorausbezahlt habe, 9,65 Euro, auch diese habe ich komplett mit meinem Payback-Punkte bezahlt. Und somit tatsächlich bin ich aus DM gegangen und habe keinen Cent bezahlt. Und bekomme eben noch 5-Euro-Gutschein plus 3,95 Euro. Genau, das sind dann 8,95 Euro, die ich jetzt noch bekomme. Und so macht Einkaufen Spaß. Also solltet ihr irgendwas nicht verstanden haben, schreibt mir gerne auf Instagram. Hier antworte ich auch immer schon mal, aber auf Instagram bin ich halt ständig aktiv und da kann ich auch viel besser reagieren. Da kann man auch mal ein Bild schicken, Coupons schicken und so weiter. Und deswegen finde ich das da einfach viel, viel praktischer. Genau, also ich habe tatsächlich nicht nur 5 Cent bezahlt. Nein, ich habe wirklich gar nichts bezahlt. Und das ist einfach nur mega. Das ist wirklich, ich liebe es. Ich zeige euch gerne solche Einkäufe und nehme euch immer wieder mal mit. Mache ich fast jede Woche, wenn nicht jede Woche, dann alle 14 Tage. Denn es kommt immer was Neues raus. Und es gibt so viel, wo ihr Cashback bekommen könnt. Nur sind das auch viele Produkte, die ich wirklich nicht benötige. Oder weil ich auch keine Tiere habe, ne? Und dann kommt sowas eigentlich weniger in Frage. Aber bei solchen Produkten, wie zum Beispiel das, braucht man immer. Und daher, ja, die Teile kommen jetzt in meinen Minishop. Ein Teil wird sowieso verschenkt. Das werde ich tatsächlich benutzen. Ich habe ganz trockene Beine und bin echt gespannt, wie das hier ist. Und ich finde die Aktion richtig gut. So ihr Lieben, das war's zu meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Tschüss ihr Lieben.